Hallo, was geht ab und herzlich willkommen zur neuen Folge Rainbow Six Siege mit dem Horrorbus. Na Spaß, Privet Freunde. Und herzlich willkommen. Wir spielen in Rainbow Six Siege Uncut und es geht mir gut. Alles klar. Ich bin auf der Map Haus. Und die nächste Folge wird, also jetzt, das glaube ich, weiß ich schon, die nächste Folge wird, glaube ich, sogar schon mit den Spaniern sein, also mit den neuen Operatoren. Weil heute, also wir nehmen ein bisschen früher schon auf, weil die vorige Aufnahme ist jetzt 2 Minuten her oder so. Das war das mit dem Tachanka, falls ihr euch noch erinnert. Okay. Und heute ist der 22., aber ich glaube, die Folge lade ich dann nächste Woche oder so hoch und dann die nächste kommt dann also schon mit den neuen Operatoren. Weil die kommen ja im Februar schon, da kommen dann die Spanier. Dann kommen die Chinesen im Mai. Im August die Polen und im November. Da könnten wir ja jedes Monat ein Review machen. Ist so. Richtig nervig. Von oben! Sorry, tut mir leid. Ich hab nur drauf gefreut. Alter, das kann ich nur nicht. Ich hab die Quill machen. Fail of the week. Ja Leute, es war jetzt in letzter Zeit ein bisschen mager mit den Videos, weil eben ich war jetzt 3 Monate lang Berufsschule, beziehungsweise bin jetzt noch die letzte Woche, also wenn das Video hochkommt, bin ich nicht mehr, aber ich war eben im November, den ganzen Dezember und den ganzen Jänner, 3 Monate war ich. Und da habe ich nicht so viel Zeit, da hatte ich genau einen Tag in der Woche. Und das verkackt mal, alles klar. Nee, der hat nur 60 Lebenspunkte. Das ist wohl ganz schlimm. Das letzte Video war vor 3 Wochen, Alter, vor 3 Wochen. Oh, ich glaube, vielleicht macht er das sogar. Classic. Wenn man sagt, es wird was. Ja. Aber er ist doch gelegen. Lay down, bitch. So, wir nehmen mal Hans Wurst. Ne, egal, mach mal Jäger. Kann man ja mal ein neues probieren. War perfekt hingestellt. Man hat absolut nichts gemerkt, perfekt. Zarabette, comprende. Ich hoffe, wir sind nicht Kinderzimmer, aber wir sind bestimmt Kinderzimmer. Nein, Schlafzimmer. Njo! Kann man hier so ein Ding platzieren? Ey, mach mal hier Stör. Achso, du bist nicht Dings. Ey, warte. Okay.
Ich wollte euch eigentlich noch so ein Abwehrsystem hier reinklatschen. AVS ist platziert und einsatzbereit. Jawohl, ich hab einen. Ich bin jetzt im Abkämpfen. Ich lade nach und brauche Deckung! Lade nach! Thanks. Danke. Arbeitsraum, Arbeitsraum. Was macht der Jeremy? Ich bin im Arbeitsraum. Ja. Abin. Ein Gegner verbleibt. Die Gegner haben den Biogefahrgutbehälter gefunden. Oh. Ich hatte zwar kein Glück mit dem jetzt, aber wir haben trotzdem gewonnen. Ich habe erst eine Eliminierung. Oh. Das absolut knapp. Ey, da legt es auch nieder, da macht absolut meine Dings nach. Meine Referendum. Was ist ein Referendum? Kein Plan. Egal, was man mit Shotgun spielt. Ich spiele absolut mal mit Shotgun. Oder nee, die Shotgun ist absolut schlecht. Die. So. Normalerweise, wenn wir Glück haben, sind die im Kinderzimmer. Und könntest du vielleicht 4 oder 4 Kills, 3 Kills? Da sind alle im Kindergarten gewesen und haben sich zuverrettet. Ich habe für Kills reingekriegt und habe alle weggeschossen. Ich weiß, hast du mal hochgeladen? Link nicht in der Videobeschreibung, weil ich nicht weiß, wie das funktioniert. Alles klar? YouTube Noob. So. Das könnte ich sogar noch in die Videobeschreibung machen. Das ist das erste. Du kannst das ja, ne? Ja, das kannst du auch machen. Echt? Auf PS4? Aber das kann ich nicht spielen, mein Kind. Oh, passt, perfekt. Jetzt vielleicht nicht, weil. Kommt nicht so gut. Okay, sie sind erst Zimmer. Please. Oh. Noch 5 Sekunden. Weiter zum Biogefahrgutbehälter und diesen sicher. Achtung. Oh! Oh mein Gott! Ich hoffe, das Leben ist so, dass ich wollte einfach nur aus weil Mitläufer einfach mal einmal schießen, ne? Auf einmal gebe ich dem Typen Headshot.
Okay. Habt ihr? Ich schau ein bisschen im Gang und bei den Treppen, dass sie hier nicht. Und hab ein Alter. Den Raum sichern und den Biobehälter schützen. Ah, er ist genau hier. Hurensohn! Ich war einfach zu schlecht, dass ich den treffe, ne? Denk mal, in 21 Schuss. Ich schleiche einfach nach wie so ein Geier. So. Machen wir einen kleinen. Nehmen wir, dann machen wir Zwischencut. Wen nehmen wir? Den Jeremy. Ah, den da. So. So, weiter geht's. Franzosenpack ausgepackt. Den Raum verbarrikadieren. Wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen. Alles klar. Alles klar, ich hab nur 40 Leben. Heil dich. Ich schieße dich auch so gut an. Die Gegner haben den Biogefahrgutbehälter. Hab ich nur noch eine. Hier, Kettchens. Oh! Oh, du Ho! Es bleiben noch 10 Sekunden. Magazinwechsel! Die Gegner haben den Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Irgendeiner ist gerade vom Dach geflogen. Den Biogefahrgutbehälter beschützen. Was? Habe ich dich gekillt? Nee. Sofort eingreifen. Ich lege. Ab Achtung, Richtung hier. Ja, habe ich schon. Ah, shit. Ah, habe ich ihn verletzt? Ich habe ihn verletzt. Ich habe mir gedacht, vielleicht hole ich beide, aber es wäre zu cool gewesen. Ey, stell dir vor, ich hätte die alle gekillt, da. Stell dir vor, ich hätte die alle gekillt. Jetzt so drei auf einmal so. Ich nehme. Wer ist denn wichtig? Der da. Oder soll ich den anderen nehmen? Ich habe keine Ahnung. Ich würde Jäger nehmen. Nee, mit Mute bin ich absolut schlecht. Oh, scheiße, keine Zeit mehr. Oh. Ich bin mit Mute eigentlich nur deswegen schlecht wegen Schalldämpfer. Okay, aber hier ist gut. Hier ist Mut gut. Tätschern in so keiner, also. Aber jetzt haben wir echt eine Chance. Wenn wir das Teil hier. Noch 5 Sekunden.
Stress sind da noch. Ich habe es gewusst. Warum bist du hingegangen? Ich hab durch deine Leiche eine Drohne umgebracht. Sie schießen Blendgranaten wie nix, ha? Egal, sie kommen ja eh nicht durch. Sie haben nicht mal Dings. Die haben jetzt, glaube ich. Ey, ich hab den so gesehen, Junge. Was macht der Idiot? Alles klar. Ich hätte nicht so riskieren sollen, aber ich dachte, den kriege ich absolut. Da ist er gerade gelegen, da liegt er. Da. Geh weg von da, Junge, der liegt doch da oben. Weg. Er liegt absolut. Einfach hinlegen. Er muss eh kommen, also einfach hinlegen. Gewinnen. Geh weg, geh weg, geh weg. Er riskiert jetzt. Bleib einfach. Er muss durch die Klappe. Er muss. Das habe ich auch versucht und bin gestorben. Sie haben ihre Versuche gegen er ist drin. Er ist rechts. Gerin! Was machst du? 5 Sekunden. Was machst du da? Junge! Was machst du? Man sieht absolut seine Füße. Statt dass er bleibt, wo er ist. Fucking useless. Piece of shit. Also Leute, trotzdem kann man nichts machen. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.